Mein Name ist Rhythm, der Stadtmaler. Ich beschäftige mich jetzt rund zwischen 15 und 18 Jahren mit bildender Kunst. Ich habe auch ein Kunststudium gemacht hier in Zürich an der F&F, Farbe und Form. Das waren eigentlich meine ersten offiziellen Erfahrungen gewesen, im bildnerischen Arbeiten, im bildnerischen Tun. Wir haben ganz viele Sketches, Illustrationen gemacht, viele Malereien gemacht, Designs, dreidimensionales Gestalten, was man eben so macht in der Schule für Gestaltung im Fokus und danach der Vertiefungsarbeit auch im Studium. Mein Zugpferdchen ist eigentlich schon immer die Malerei gewesen. Vielleicht muss ich kurz ein bisschen zurückgreifen. Ich bin in einer musikalischen Familie gross geworden. Meine Mutter ist Querflötenspielerin, professionelle Querflötenspielerin und Pianistin. Und sie hat mich eigentlich mit der Musse, also mit dem kreativen Tun eigentlich schon ganz, ganz früh schon fast wie beeinflusst und mir einfach so ein bisschen die Tore von der Kreativität ein bisschen öffnen. Ich habe dann mit der Trompete angefangen und habe mich dann weiter über die Musik, zuerst über die Musik, dann später über das Tanzen und eben jetzt in der Gegenwart über die Malerei können ausdrücken. Für mich ist Malerei eigentlich ein Stück weit wie ein Tagebuch. Ich fasse meine Eindrücke zusammen, die ich hier alltäglich sammle. Ich bin eigentlich so ein bisschen wie ein Beobachter. Ich bin sehr neugierig, entdeckungshungrig und schaffe so eigentlich meine Eindrücke zusammen. So gehe ich dann damals ganz akkurat vor, indem ich mit dem Fineliner oder Stabilo-Stift, Aquarell und Ink, also Tuschfarben, eigentlich auf die Straße rausgehe, direkt arbeiten. Das ist ein Talacker entstanden, die Arbeit, zum Teil inspiriert aus Fotografie, aber auch aus den Live-Momenten. Eben von der Skizze her ist es mir immer wichtig, den Moment im Augenblick festzuhalten. Das mache ich vor allem durch Beobachtungen. Also, mich sieht man sehr oft im öffentlichen Raum. Ich liebe das Freiluftatelier, darum bin ich gerne draußen. Das vermittelt mir einerseits den Content, dass ich mit den Personen in Kontakt komme, dass ich Berührung habe zum Sozialen und handherum aber auch Beobachtung, weil es ist wahnsinnig spannend. In jedem Bild steckt eine Geschichte. Also ich bin eben Rhythm der Geschichtsmaler eigentlich. So fasse ich meine Geschichten so wie zusammen. Ja, zu meinen Zukunftsvisionen, Plänen. In der Swiss Art Expo am 24. August und am 28. August seht ihr mich live quasi vor Ort in der Hauptbahnhofshalle mit allen anderen Künstlerinnen und Künstlern zusammen. Da habe ich einen fixen Platz nominieren können mit der Art von Rhythm der Stadtmaler. Also das ist das nächste Projekt, da werdet ihr Arbeiten sehen, wo in die Richtung geht. Es gibt noch eine ganz spezielle Überraschung dazu, also die werde ich jetzt aber nicht zeigen, weil für das müsst ihr unbedingt kommen, weil wenn ihr die wirklich erleben möchtet, das ist echt cool. Es gibt wirklich spannende Augenblicke und spannende Impressionen zu sehen.